Ladies and Gentlemen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Mittagsstream. Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr heute da seid. Hi Nicolarius, hi Commander Cookie, hi Happy, hi Marielle, hi Vitalia, Volkura, F. Tito, Real Toby, Chris MD. Schön, eure Namen zu lesen im Chat. Krass, wie viel ihr immer da seid, ihr alle. Ist ein bisschen lauter Spiel, oder? Moment. Ja, Spiel. Komm mal kurz ein bisschen runter spielen. Ist so. Na, ist immer noch ein bisschen laut. Jetzt vielleicht besser? Ja. Das sieht besser aus. Hallo, Hector for Smash. Vitalia, mir geht es heute ganz ausgezeichnet. Denn ich darf Twin Mirror mit euch gemeinsam erleben. Wir spielen Twin Mirror heute im Mittagsstream. Das ist das neue... Mein Chat ist abgestürzt. Das ist das neue Singleplayer-Game von Dontnod Entertainment. Ihr erinnert euch vielleicht an Spiele von denen wie Life is Strange. Life is Strange 1 mochte ich sehr, sehr gerne. Und es ist für mich immer schwierig, Zeit zu finden für die Spiele von denen. Umso schöner, dass dieser Stream heute eine Kooperation ist und ich mir so guten Gewissens Zeit nehmen kann, mit euch Twin Mirror zu spielen. Mein Chat stürzt die ganze Zeit ab. Chat, sei lieb. Wenn ihr... Ausrufezeichen Twin in den Chat schreibt, bekommt ihr eine kleine Werbenachricht mit einem Link, über den ihr euch Twin Mirror kaufen könnt, falls ihr das möchtet. Ist es bei allen anderen auch so oder ist nur bei mir der Chat gerade so kaputt? Ich muss das jedes Mal minimieren, damit der Chat sich aktualisiert. Das ist ja noch nie. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Mach das mal hier auf eine eigene Seite. Chat geht gut. Chat ist gut. So. Twin Mirror. Das wird heute gespielt. Was ist denn das für ein Game? Singleplayer Game. Wir schauen uns das gemeinsam an, was das für ein Game ist. Hä? So, gucken wir uns einfach gemeinsam an, was das für ein Game ist. The skies are finally clear enough after a light rainfall most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so... We've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WBCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Wick will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting... Ich finde, er hatte was von einem jungen Dr. House. Change my clothes and wash my mind. Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. Leichenschmaus. I'm not down in desperation. I felt around for something real. There's a radio station. I'm playing wrong in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. Er hat echt so einen traurigen Blick wie Dr. House, finde ich. Okay, wir fahren irgendwo hin, wo jemand gestorben ist. Denn wir wurden gefragt von Buck, ob wir zum
Leichenschmaus kommen. Ist Leichenschmaus die beste Übersetzung für Wake? Also es ist ja schon quasi das gemeinsame Treffen und Essen nach einer Beerdigung. Aber Leichenschmaus klingt irgendwie falsch. Stimmt, der war echt nicht angeschnallt. Wir spielen jemanden, der sich nicht anschnallt. Ich mag Leute, die sich nicht anschnallen, nicht? Time to kill before the funeral. Time to kill. Okay, ich spiele übrigens auf dem PC. Ich nehme mal den Controller, der macht schönere Kamerafahrten, ne? So, hui. Wir sind voll traurig. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Okay, der kennt den Ort scheinbar. Vielleicht sind wir ein Rückkehrer. So. Welcome back to Basswood, Sam. Wir sind ein Rückkehrer. Welcome back to Basswood. Das Spiel sieht ganz schön hübsch aus, möchte ich mal ganz kurz festhalten. Oder? I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Idyllisch. Guten Tag an alle, die jetzt gerade nach und nach in den Chat kommen. Wir spielen heute Twin Mirror. Das neue Spiel von den Life is Strange-Machern Dauntmod. Und wir sind Sam? Oh. Der zurückkehrt nach Basswood, wo jemand gestorben ist, den wir wahrscheinlich mögen. Friedhof. Mine von Basswood. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Nightmares. Okay, der ist wohl aus einem Grund weggegangen. Spending entire summers on the banks fishing with Nick. Nick, mit Nick haben wir geangelt. Strange to think of Basswood without its mine. Okay, ist eine klassische Blue-Collar-Stadt. Wahrscheinlich entstanden wegen der Mine. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Okay, Nick ist gestorben. Und die beiden sind gerade nicht im Guten auseinandergegangen. Diese 1865 gegründete kleine Bergbaustadt wuchs zusammen mit der Kohleindustrie schnell heran. Aha! In seiner Blütezeit wurde in Basswood mehr Kohle gefördert als in jeder anderen Stadt in West Virginia. Die Mine in Basswood galt als eine der beständigsten in den ganzen Vereinigten Staaten. Mit seinen Hunderten von Wanderwegen ist Basswood zudem ein wunderbarer Ort, um abseits des Appalachian Trail, die Natur einfach Natur sein zu lassen. Basswood ist ein perfektes Beispiel für den wahren Lebensstil von West Virginia und gleichzeitig eine Erinnerung an die Vergangenheit, als auch ein Blick in die strahlende Zukunft. Also was wir hier spielen ist, würde ich sagen, schon eher ein Adventure mit sehr viel Story. Ich erwarte jetzt hier keine Ego-Shooter-Action oder sonstiges, sondern einfach ein schönes Geschichten-Game. Gestern hat Jonathan Formel 1 trainiert. Wir mussten kurzfristig tauschen. Oh, hier laufen Wildtiere rum. Und hier ist Wandern verboten? Wahrscheinlich wegen der Wildtiere. Ja, Loot and Shoot auf jeden Fall. Schützt Wanderer und Jäger vor Bären. Wait, what? I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Hä, wie funktionieren die denn hier? Ach so, die Vorratskisten. Da kann man einfach Sachen drin lagern oder was? Damit die Bären die nicht snacken? Ich dachte, weil da steht, pass auf, da steht ja, schützt Wanderer und Jäger vor Bären. Ich dachte so, wenn ein Bär kommt, gehst du in die Kiste. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Schauen wir da mal durch. Why
Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Even if it does mean nothing stays hidden in here, not even me. Okay, das kam jetzt unerwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte so, ah, wir lernen jetzt die Geheimnisse von Sam kennen, der in seine Heimatstadt zurückkehrt. Und boom, zweite Welt im Verstand von Sam. Okay, da ist eine Erinnerung. Eine Erinnerung vom Zocken, daran erinnere ich mich immer gerne. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Okay, was zum Fick ist zwischen euch passiert, bitte? Ist das nicht auch eine Erinnerung? Oh, Eisenbahnunglück in Basswood. Beschädigtes Gleis führte zur Entgleisung. Da, Erinnerung. Ich will die Erinnerung wissen. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. Okay. Also Chat, ne? Mal gucken, ob mit der wenigstens Happy End gelaufen ist. The story is important. You know I think that. It's just people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? Stimme Vitalia im Chat zu. But no, I wasn't listening. Vitalia schreibt, also bisher wirkt es so, als ob nur Sam der Arsch war. Kommt mir auch so vor. Vor allen Dingen hat er sich nie angeschnallt. Wow. Wow. Come on, Anna. Look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. What are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. Ja, was denn sonst? Das kniet ein Mann mit einem Ring. On one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. Dafür haben wir jetzt gerade
She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? You're really not going to show? Oh, sind wir vielleicht spät dran? Also, erstmal haben wir gerade für diese absolut traurige Situation ein Achievement, einen Schwank aus der Jugend erhalten, was ich ein bisschen lustig finde. Oh, okay. Ich habe beschlossen, vor Nicks Beerdigung noch einen Spaziergang auf dem Plateau mit dem Aussichtspunkt zu machen. Ich dachte, ich sei nicht bereit, mich Basswood wiederzustellen, aber die Vergangenheit zieht mich bereits dorthin. Meine Erinnerungen sind so lebhaft, als wäre ich nie fort gewesen. Mache aber einen Spaziergang, haben wir gemacht. Erinnere dich am Fernrohr an jenen Abend, haben wir gemacht. An jenen Abend, also war der nicht gelungene Heiratsantrag ein relativ wichtiger Abend. Kehre zum Auto zurück, du hast genug Zeit vertrödelt. Ich stimme zu. Oh, wir haben Leute-Informationen. Anna. Anna, die davon kam. Wäre mein Leben anders verlaufen, wenn sie ja gesagt hätte, sie wiederzusehen? Das wird schwer. Und dennoch freut sich ein Teil von mir darauf. Der Rest von mir will sich umdrehen und sofort verschwinden. Wir haben noch keine Erinnerungsstütze dafür. Sam, das bin ich selber. Vor 2 Jahren habe ich Basswood den Rücken gekehrt, um vor einem Job bei einer kleinen Zeitung einer Stadt voller wütender Menschen und einer gescheiterten Beziehung davonzulaufen. Ich habe nie zurückgeblickt. Jetzt kehre ich heim, um der Beerdigung meines besten Freundes beizuwohnen. Was könnte wohl mehr Spaß machen, als mich am Grab meines Freundes all meinen Fehlern aus der Vergangenheit zu stellen? Und Nick. Nick war mein Freund, seit wir Kinder waren. Mein einziger Freund. Als ich Basswood vor 2 Jahren verließ, stellte ich mich tot. Und jetzt ist er es, der tot ist. Also Sam, ich bin mir ja jetzt nicht so 100%ig sicher, ne? Aber ich sag jetzt mal so, Sympathieträger wirkt ein bisschen anders. Ich stimme aber zu. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Ich stimme aber zu, wenn vorher schon drüber geredet wurde, was ja schon quasi gesagt wurde, dann macht man es nicht einfach trotzdem. Muss ich wirklich sagen. Okay, jetzt haben wir... Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. Alter, wir sind Gollum. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Wirkt ein bisschen so, als wären wir leicht schizophrener, wobei ich mich mit der Krankheit nicht besonders gut auskenne. Du kommst doch noch. Ich hoffe wirklich, dass ich es zum Leichenschmaus schaffe. Ich komme zum Haven. Nick wird es nicht kümmern. Ich bin fast da. Ja, lass mal jetzt nicht hier den Depri raushängen lassen. Er hatte sogar einen Ring wie Gollum. Habe im Verkehr festgesteckt, bin fast da. Ich habe nicht gesagt, du sollst lügen, Sam. Something's never changed. Peter, kannst du mal ganz kurz TS lesen und antworten? Achso, warte. Danke. Hey, Moment, jetzt verwirren die mich gerade. Ich entschuldige mich, Chat.
Twin Brahma verbieten. Ja. Muss kurz wichtige Entscheidungen treffen. Aber ich bin jetzt wieder hart am Stissel. Alter, wie leise Bram war im Vergleich zum Game. Aber egal. Ja, musste ja kurz Chefsache hier. Ja. Jake Feuerhardt, genau. Wir machen weiter. Sorry. Ich find's geil, wie zwei Leute sich im Chat die ganze Zeit über Kopfhörer unterhalten, während der Rest des Chats über das Spiel spricht. Finde ich so geil. Immer zwischendurch so lange Texte über Kopfhörer. Okay. Parkplatz des meiner Helm. Wer ist sie denn? Joan Flo Waldron, Nicks Tochter. Oh mein Gott. Ich bin der Patenonkel. Das ist meine Patentochter. Wait, wie heißt das? Heißt das Patentochter? Patin? Nee, warte mal. You actually came. Mully? It's been a while. Patenkind, genau. Can we talk? We're talking right now. It's cold. Sam, we are talking right now? Seriously? Wait, what? Wieso sitzen die am Steuer? So. You left. Joan, that's not fair. You left. Okay. Lass es mich erklären. Lass uns nicht davon sprechen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after, you know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Das ist echt unangenehm gerade. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Interesting. Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again. It's your call. Oh, sie raushalten oder Untersuchung versprechen. Hab ich Zeitdruck? Chat, Hilfe!
Wait. So sieht der andere Typ aus? Das ist mein Twin quasi? Okay. Ich glaube, ich höre auf meinen Twin. Ich höre auf meinen Twin. I wish it didn't happen too, Bug. But sometimes life just isn't fair. I thought he meant something to you, too. He did mean something to me. He was my best friend. But you can't fix this by trying to force pieces that don't fit together. Whatever. I'm tired. If my mom asks, tell her I went home. Bad Ending unlocked. Oh, ich war mir unsicher, aber ich dachte mir, ich muss ja jetzt keine Versprechungen machen. Genau, der auf der Rückbank war quasi mein Twin. Und ich habe jetzt auf den Twin gehört und nicht auf mich. Ja, Cookie finde ich eine gute Idee. Bei mir hakt nur manchmal der Chat. Aber lass mal so machen. Ja, das war's. Hab die falsche Entscheidung getroffen, Spiel vorbei. Also, dass wir so Medikamente nehmen, zwischendurch in unserer Gedankenwelt abtauchen und offensichtlich einen zweiten Sam haben. Ist strange. Oh, Tagebuch aktualisiert. Jeder weiß, dass Nick und ich beste Freunde waren. Jeder glaubt, ich sei es ihm schuldig, hier zu sein. Seine Tochter, Joan, geht noch einen Schritt weiter. Sie findet, dass ich hierbleiben und den Tod ihres Vaters untersuchen sollte. Unser alter Chef, Walter, wird sicherlich auch etwas dazu zu sagen haben. Es wird mir wohl nicht gelingen, ihr aus dem Weg zu gehen. Ist das Walter da? Was haben wir überhaupt gearbeitet? Might as well talk to Walter. I'll have to, sooner or later. Hier ist Terras Wagen. Wie es aussieht, ist fast die ganze Belegschaft des Basswood Jungle anwesend. Whoever said you can judge someone by their car never met Terra. Okay. Ist Terra eine zierliche kleine Frau, oder was? Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Hicks, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different. In times like these, we natürlich werde ich ihn umarmen. Ich hoffe, da gibt's kein Covid. Also, have you spoken to Anna lately? No, what? Und infiziert. No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Ausgezeichnete Sprecher, muss ich wirklich sagen. Richtig, richtig stark. Jetzt haben wir hier Leute noch. Wir haben ein paar Leute freigeschaltet, logischerweise. Wir haben bei Sam... Okay, ja, gut. Da war ein richtiger Walter, ja. Mein älterer Chef bei der Zeitung. Ah ja, okay, wir waren Reporter, also. Ich würde sagen, dass er mir alles beigebracht hat, was ich weiß. Aber wenn man sich meine Errungenschaften so ansieht, ist das alles andere als ein Kompliment. Ich hielt Walter immer für einen anständigen Menschen. Ein seltenes Exemplar, das wirklich daran glaubt, dass es seine Aufgabe ist, der Gemeinschaft zu dienen. Und dann haben wir noch Joan. Von allen Menschen, denen ich mit... meinem fluchtartigen Verschwinden aus Basswood wehgetan habe, ist Joan diejenige, die es am wenigsten verdient hat. Sie war nur ein Kind und meine Patentochter. Aber es ist nicht leicht, der einzige Freund eines einsamen Kindes zu sein. Aha, die ist also auch einsam. Und ich hab's vermasselt. Jetzt, da ihr Vater tot ist, wird es für sie sicher nicht einfacher. Wütend, verletzt, starrsinnig. Schwer zu glauben, dass ausgerechnet Joan es war, die mir den Spitznamen Mully gegeben hat. Außerdem durchschaut sie gut gemeinten Unsinn, selbst wenn er zu ihrem Besten ist. Ich habe mich gefragt wegen Mully, aber Samuel, daher kommt's, glaube ich.
Super Bad Ending plus Covid unlocked, ja. Mirror-Effekt aus der Psychologie, ob das was damit zu tun hat? Was ist denn der Mirror-Effekt aus der Psychologie? Den kenne ich nicht. Ugh, I'm not ready for this. Here we go. Here we go. Du, 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 du. Ah ja. Mr. Samuel Higgs, Big Shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that means you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? As if you aren't. Well, Nick's memory only goes so far. That's what I thought. Bring nie was, solche Idioten zu konfrontieren. Das nehme ich. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Ich gehe, sobald ich kann. Er hat angefangen! Das ist die J-Antwort. Ich bin nur wegen Nick hier. Ich bin nur wegen Nick hier. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame that. You watch yourself. Wir kriegen es einfach von allen Seiten. It's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Also, die Stadt, sage ich jetzt mal, ist nicht gerade happy, uns zu sehen. Wir sind scheinbar auch ein bisschen schwierig. Als Reporter ist man schon mal ein bisschen schwierig, aber dass wir unsere Patentochter allein gelassen haben, kann ich diese Tasche klauen, bitte? Ich meine, wir sind eh scheinbar ein Bad Guy. Hier liegt einfach eine Tasche in Leoparden-Outfit. Gibt's eine zugehörige Frau im Leoparden-Outfit? Hallo? Jemand da? Hm? Da ist Walter. So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize... Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years, my best reporter. What do you even say about him? Wisst ihr, was ich mich frage? Was ist denn mit der Mutter von unserer Patentochter? Er war sehr penibel, er war ein Teamspieler, er war ein tüchtiger Reporter. Remember that article? Something about stoplights? No one cared, but he did. Months of effort. Yield signs. He approached each story with his pen like a knight wielding a sword. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Ich antworte mal ehrlich. Mal gucken, weil ich weiß es ja selber nicht, ist das Problem. I spend all day doing nothing. I don't even count days, they just blur together. Oh. Death barely hit me. It was like a pinprick. Ich wusste nicht, dass Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut.
Well, I think I've taken enough of your gent's time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Sollen wir direkt poken? Ich poke mal! Oh, Walter, can I ask you something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial, especially from you. I'll keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. Walter ist sus, schreibt hier die Frau. Ich stimme zu. Walter ist sus. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Walter safe sus. Warum so triggert richtig sus? Alles so, okay, Walter. Walter hat ihn umgebracht, Leute. Ich seh doch schon. Ich find Walter echt nett. Walter könnte der Vater von Peter sein. Hallo? So, mein Vater sieht nicht mal ansatzweise so aus. Eine Holzschnitzerei, vermutlich von Ethans Schwester angefertigt. It's supposedly the spirit of Cole. Doesn't really belong here anymore. Hintertür. Da hinten darf niemand außer Ethan rein. Ethan Sus. Ne, da sind die Wichser. Wer seid ihr? Oh. Okay, das haben wir scheinbar auch gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass die Mine ausgegangen ist. Sie gut zugemacht wurde. Alright. Ein Sitzeckentisch. That's where Nick and I sat, every time he dragged me out for drinks after work. Sammy! Oh, it's been ages. Alter, jeder hat einen anderen Namen für uns. Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. Okay, vielleicht haben wir mit dem Artikel dafür gesorgt, dass die Mine zugemacht wird, weil da irgendein Scheiß passiert ist. Stimmt, der gehört wahrscheinlich die Tasche mit dem Leopardenmuster. Wie fanden Sie ihn? Es war viel Recherche. Ich will nicht darüber reden. Fragen wir doch mal, wie er ihn fand. Oh, you read it. What do you think? Of the writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Ja, also die Frau scheint ein bisschen im Stress zu sein. Ah ja, guck mal, jetzt sitzt sie auch da vorne bei. Guck mal, wie sie zittert. So. Seht ihr das da hinten? Also die ist so einfach super nervös. Deswegen ist ihre Art, ach ja, das Auto hat so gebrannt. Ach ja, kennst du Hugh? Das ist dann halt so ein bisschen, ne, diese Aufgeregtheit. Ich finde die gar nicht mal so sus, ehrlich gesagt. Die beiden. Ah, Vitalia sieht in jedem einfach einen Killer. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. That's what crooked pharmacists want. That amount is damaging the lot. Alles ist. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. Oh, Ex-Frau Katie. Ex-Frauen sind immer sus. Kathy, Sam, you actually came.
you. You got some nerve. Joan texted me. Says she already went home after you upset her. I was just... I don't know. Look, Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Joan glaubt, es war Mord. Ich tue mein Bestes. Man sollte schon mit der Mutter darüber reden, oder? Ah, wobei, dann ist Joan vielleicht pissed. Ja. Man sollte trotzdem mit der Mutter darüber reden. Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her or worse. Deswegen ist sie sauer auf mich, du blöde Kuh. I frankly thought you knew better. Da habe ich ja nicht gemacht. I think you should stay away from her. Wow. Genau das habe ich ja getan. Gedankenpalast? Festpinnt. Wie Gedankenpalast? Auf in den Gedankenpalast! Chat ist Beste gerade. Soll ich gleich mal Emergency-Button drücken? Ihr habt die Ex-Frau wenden sehen. Ja. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You'll probably save some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of... Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything... Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. Nick hat sich schon gedacht, das wird nix. Das wird nix. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Ich brauche echt auch mal einen Pac-Man-Automat. He was more her best friend than a dad. Look at us. Guck mal, aus der Erinnerung, da wurde direkt ein Foto gemacht. Wer hat denn das Foto gemacht? Fotograf Sus. I wonder who took that picture. Dann habe ich mich bei dem Bild gefragt. Wow, okay. Spiel, hörst du zu? Wait, what? Happier times. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Bug was so small back then. Wait. Joan ist Bug? Ist das nochmal so ein Spiel in dem Spiel, die ganzen Spitznamen für die Leute zu checken? Those two were a great team. Samuel, guess I lost the bet. Bet?
Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Deshalb ging ich nicht fort. Ich hab meine Wette verloren. Mit wem hast du gewettet? Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Okay, wer mir direkt die Knarre zeigt, würde ich mal sagen, Sus over 9000, würde ich mal sagen. Als ob dich das interessiert, einfach wunderbar, als ob dich das interessiert. Yeah, like you'd care. Not too much. But suit yourself, if you want to be like that. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Okay. Chat. Ich kann jetzt nicht ihre Gitarre klauen, oder? Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Fundbüro abgeschlossen. Okay. Nicht hingehen, das ist eine Falle. Also nochmal kurz zusammenfassend, lieber Chat. Wir spielen gerade Twin Mirror. Ein neues Spiel von Dontnod Entertainment, die unter anderem Life is Strange gemacht haben. Wir spielen Sam, der in seine alte Heimatstadt zurückgeht, wo er einige Leute gegen sich aufgebracht hat, weil seine journalistische Arbeit dafür gesorgt hat, dass die Mine geschlossen wird. Außerdem ist sein einziger Jugendfreund Nick verstorben. Dem wir, nachdem wir geflohen sind von der Stadt, auch nie mehr geschrieben haben. Genauso wie seiner Tochter, was unser Patenkind ist. Die haben wir also alle enttäuscht. Genauso wie die Person, die hier vorne sitzt. Anna, denn der haben wir einen Heiratsantrag gemacht, den sie abgelehnt hat. Also alles eine Spitzensituation. Erstmal zocken gehen.
Nick and I spent so much money on this machine. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Anna? Sam! Ach, du hast uns gerade nicht gesehen? Ich dachte, du hast uns gesehen. Umarmung erwidern. Was war das andere? Erst geschehen lassen. I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? Es war nicht wegen dir. Jetzt bin ich hier. Es tut weh, zurückzukommen. I won't lie. It really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? The desire to open old wounds. The old timers gave me hell when I came in too. People around here have short tempers. And long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or two, five, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Ich bin mir nicht sicher, also ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum wir gegangen sind, aber ich habe nicht geholfen, ich weiß, erzähl das allen anderen. I wish everyone else understood that. People are scared. Mad. You were easy to blame. When my father lost his legs. Manche Menschen sind echt ein bisschen doof. Nobody wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Damn, girl! Das ist natürlich dann nochmal zusätzlich belastend. Vielleicht haben wir das rausgefunden. Und deswegen sind wir geflohen. Ja, ja. That's, you two must be so hard. Are you okay? You knew about us, right? He said he was gonna tell you. Yeah, I knew, but knowing and, knowing are different. Yeah, I guess they are. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Die ist jetzt doch sus. Das ist jetzt die Ex-Freundin. Wir haben ja Ex-Frau und Ex-Freundin. Jetzt geht richtig ab. Tut mir leid, dass Nick von uns gegangen ist. It's hard for me to really just wrap my head around it. Nick being gone. Smart. Don't rock the boat when the person in the boat just lost a loved one. It's big. I can't get my head around it either. His stuff is all over my house, but he's just missing. Things without an owner. Most of it I'll probably give to Joan and Kathy, the throwaway. I don't even know. Sam, I'm tired, and if I'm gonna drink and cry, I wanna do it alone. Ja, ich will mit dir nichts zu tun haben. Stupid song, like I told myself I would. He said, or he used to say, it made him ache. I did it, and I'm going home. We need to catch up, though. Let's meet for coffee tomorrow and talk. Really talk. 9:30? Yeah, maybe. I'll be at the cafe across from the paper, Christina's.
It was honestly nice seeing you. Oh, Chad hat gute Theorien. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or three. And then I'll go. Also. Chads Theorie ist, Sam hat herausgefunden, dass Nick was mit Anna hat. Ja, das klingt gerade wie so eine richtige TV-Serie. Und hat ihn einfach selber gekillt. Wir waren es die ganze Zeit. Das wäre hardcore belastend. Wenn ich irgendeinen Mörder spielen. Egal, ob der krank ist. So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough. Alter, ist gut. But you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. Ja, schon ein bisschen. Well, you were, Tara. You can't talk about Nick like that. What did I say? It was only the truth. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, Leo, why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Okay, die ist nicht süß. Die ist nice. Hat mir gefallen. Kann ich noch mit denen reden eigentlich hier? Betrachten. Reden. Mr. Hicks, good to see you. My condolences for your friend. Coming back in town must not have been easy. Officer Stevenson was telling me about your little welcoming committee. It's all right. Declan saved the day. We just don't want any troubles here. Not from you, not from anyone. Don't worry, I won't stay in town long enough for that. Ich sag mal lieber gute Nacht. Declan, Bess, have a good night. You too, Sam. Take care of yourself. Die frage ich mal besser nicht so, ey, wie war das eigentlich? Die wissen genauso wie ich, dass ich Reporter bin. Und das, dann denken die aber, ich wäre Hardcore-Sus. Aber hier steht ein Bier, das nehmen wir doch erstmal. Wasn't drunk. And me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. Ein Oettinger geht noch. Let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. Der ist nicht sus. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna? Well, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Er war ein guter Vater, meist zumindest. Er hatte es etwas, was ich nicht hatte. Wir hatten 2 Jahre Funkstille. Ich trinke erst nochmal eine Runde. Oh wait, das war jetzt aber so nicht geplant. Wollte ein Bier trinken eigentlich. Oder sind wir einfach der langsamste Trinker der Welt? Okay, Sam. What a night. I'd say that went well. Ish.
You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if the years didn't smooth their animosity as much as I hoped. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Ich hab dich nicht eingeladen, es tut mir so leid, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Stop. Stop pushing me. Stop always poking at me. You just won't quit. I'm trying to help. And helpful tip number 602. Beer doesn't solve any of this. Good point. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Okay, Sam. Bin schon wieder nicht mehr der größte Fan. Gott, das sieht nicht gut aus, Chat. God, what a headache. Feel like a small jackhammer in my left temple. Wieso haben wir das gemacht? Das war wirklich die dümmste Idee ever, dass wir uns da so viel reingepfiffen haben, ey. Ich glaube auch, 9.30 Uhr war das Treffen mit Anna. Das wird schwierig jetzt. Already feel more human. Now, where did I put my shirt? Wieso ich? Ich hab da nur trinken angeklickt. Ich dachte nicht, dass der sich komplett... Okay. That's not good. What is this? What did I do? Oh shit, Freunde. Das ist die nicht so schöne Gedankenwelt, in der wir jetzt sind. Wer ist er denn? Ja, ich möchte mich umdrehen und wissen, wer das ist. Stopp! Halt an! Halt an, sag ich! Ich kann nicht anhalten. Ich drück nix. Sam, be more careful. Breathe. Focus. Find the way to calm down. Oh, wir dürfen da nicht durchlaufen. Okay.
Ja, zu Gefahr will ich nicht. Ich bin ein Mörder. Da sehe ich mich. Aber gehe ich mal nicht durch. Gefängnis, du bist ein Mörder. Gib auf. Schmerz, Tod, Gefängnis, Todestrakt. Okay, wir denken selber, wir wären Mörder. Schuld, Schuld, Schuld. Fliehen, verkichten. Ich glaube, wir sind nicht der Mörder. Das wäre jetzt zu obvious. Nach dem Start. Beruhig dich, Tür. Hey! Halt an und akzeptiere dein Schicksal, Schmerz und Tod. Wessen Blut? Keine Hoffnung. Konzentrier dich. Ganz schön abgefahren. You're doing good. Really good. You're almost there. Ist das überhaupt unser Shirt? Ist so ein bisschen die Frage. Focus. Choose. Act. Deliberately. Anhören. Get far away. Don't pay. Just go. Or as fast as I can. Hide. It's never happened. Going on. If I run, I'll keep running. And you face what happened. Answers. Das klingt vernünftig. Yes, answers. Good or bad, I need answers. Ja. Weise Entscheidung von mir. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. Ja, vielleicht sollten wir zur Polizei gehen. Ich werde vorsichtig sein, ich kann unauffällig sein, Bescheid wissen ist sicherer. There's too many questions about last night. All the obvious answers are bad, but worth knowing. Not all answers are worth knowing. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Hey, das heißt ja nicht, dass wir hier jemanden getötet haben müssen oder so eine Scheiße, ne? Also, das kann alles Mögliche bedeuten. Blutüberstrebtes Hemd, also. Kann alles bedeuten. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. Ah, jetzt sprechen wir noch ein. Nice. Ich protestiere hier, aber was willst du machen? Vielleicht habe ich auch versucht, jemanden zu retten. Reinigungsmittel, dem Geruch nach zu urteilen, wurden sie nicht sehr erfolgreich eingesetzt. Bierfässer, den Geschmack kenne ich nur zu gut. Ja! Also, ich habe ja nichts gegen Bier, ne? Bier ist ja schon eine tolle Sache, aber das war ja. Weiß so nicht. Ethans Aufzeichnung. Die fasse ich lieber nicht an, wenn mir meine Hände lieb sind. Ja, aber vielleicht wären die auch mega smart, Alter. Hä? Sollten wir uns nicht genau die dann reinziehen? Ethans Bücher, das einzig gut gehende Geschäft in der Stadt. Ich glaube, Ethans Account somehow led to the blood on my shirt. Wer weiß? Sicherheitsschalter. Hält die meisten gewöhnlichen Diebstahlversuche ab.
I remember seeing this before. A long time ago. Okay, das ist jetzt relevant oder was? Der Schnaps? Exotische Flasche. Am Tag, als Ethan den Coal Miner's Haven übernahm, gab es eine große Feier in der Kneipe. Ethan hatte dort viele Jahre lang als Barkeeper gearbeitet und war er der Besitzer. Nun war er der Besitzer. Eine klassische amerikanische Erfolgsgeschichte, wie man sie nicht oft in Basswood erlebt. Ein Mann erfüllt sich durch harte Arbeit einen bescheidenen Traum. An diesem Abend war die Kneipe gerammelt voll. Ganz Basswood kam zusammen, um zu feiern. Alle außer Celeste, Ethans kleine Schwester. Sie tauchte nie auf. Ethan hatte die ganze Nacht auf sie gewartet. Er wollte mit ihr gemeinsam diesen Grog trinken. Es war alles andere als Champagner, aber es war die erste Flasche, die er als neuer Besitzer gekauft hatte. Er hatte sie nur für sie beide aufbewahrt. Am nächsten Morgen jedoch stand sie noch immer ungeöffnet im Regal. Christina vom Café erzählte, dass sie gesehen hat, wie Ethan und Celeste am Tag darauf einen heftigen Streit hatten. Als Kinder waren sie unzertrennlich, sagte sie kopfschüttelnd. Ist es nicht seltsam, dass du in all den Jahren, in denen du in Maivas Haven Stammgast warst, Celeste nie kennengelernt hast? Das ist seltsam! Wie es scheint, hat Ethan die Flasche all die Jahre aufgehoben, vielleicht um sich an den stolzesten Tag seines Lebens zu erinnern, oder vielleicht wartet er auf den Augenblick, wenn er und seine Schwester wieder gemeinsam lachen und feiern können. Wow! Wir haben ein paar mehr neue Leute kennengelernt. Ethans Familienfoto. Okay. Ethan and his parents. And I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. Kenne ich halt überhaupt nicht, die Sister. Limo-Dosen. Also ja, wir können uns die Leute jetzt natürlich angucken. Anna und Nick, was für ein Klischee. Aber das ist aber viel Lesen. Das ist ja nur nochmal so eine Zusammenfassung. Wir wissen ja Bescheid, wir kennen die alle. Haben wir ja nicht vergessen wieder, ne? Hier ein paar Oettinger-Kästen. Whoa. What happened here last night? First, look around, figure out what happened. Wieso sieht doch aus wie immer, oder? I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Okay, ein Baseballschläger, die Registrierkasse. Oh. Klebriger Boden. Umgeworfene Möbel. These were sent scattering. Someone thrown into them? Aha. Das ist ja sehr interessant. Oh. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Ich denke, du bist ein Teil davon. Hier saßen doch die Assis, die gemein waren zu uns, die uns die Reifen aufschneiden wollten. Ah, ich sehe schon, wie wir uns mit denen angelegt haben. Jukebox wurde ein wenig bewegt im Zusammenhang mit dem Kampf. Da ist eine Cappy. Die Cappy könnte relevant sein. Vielleicht später nur die durch. Ja, ich bin da bei dir. Kann ich jetzt echt spielen? What the fuck? Okay, keine Ahnung, wie man Pac-Man gut spielt, ganz ehrlich. Muss das eigentlich timen, oder? Dass ich die jetzt esse. Hehehe.
Oh. Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich verfolgt werde und jetzt bin ich gefickt. Ah! Aber egal, das Level kriege ich hin. Geil. Nächstes Level. Okay, Spiel beendet. Boah, da war aber ein scheiß Score. Oh. Did I do this? Sorry, Nick. Okay. Ist alles am Boden geworfen? If you must vomit. If you must vomit splatters, please find. It should not be this hard. Okay, ja, kann ich nicht ganz lesen. Okay, vorne war noch Blut, habt ihr gesagt, ne? Erstmal liegen hier noch ganz viele. Das sieht auch aus wie Blut. Aber das kann ich nicht auswählen. Da liegt, glaube ich, auch noch Blut. Hier ist auch noch was. But not this clock off the pillar. Okay, wir haben uns jetzt offenbar nochmal ordentlich geprügelt. Aber hier ist kein Blut, oder? Ich habe das Gefühl, wir standen hier, haben uns umgedreht und dann so bam, 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 kaboom, kabam. Ah, da. Rip. Did this happen yesterday or was it always like that? It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Gibt's hier noch Evidence? Nee. Hinter der Theke war noch da was. Okay. Ich finde es interessant, dass das Blut kein Evidence ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da Unordnung. Oh, Bier. Definitely not the wake Nick would have wished for. Leere Flaschen. What a mess. Hope this wasn't me. Oh, Hughes Visitenkarte. Hugh Kirkland. Trinken Sie viel Wasser, das hilft gegen Kopfweh. Hughes Business Card. Wonder why it's here. Ja, gut. Hiermit kann ich jetzt nicht groß interagieren, ehrlich gesagt. Hinter der Theke war noch was, habt ihr gesagt. Damit, wieso sehe ich denn nichts? Der Mob. Ah, da. Naja, Mob können wir auf jeden Fall auch mal checken. Ethan hat versucht aufzuräumen, vor oder nach dem Zwischenfall. Mehr können wir da jetzt nichts machen. Mehr können wir da jetzt nichts machen. Fuck. Kann ich halt nur betrachten, oder ja, ne, das war jetzt nur so. Ja, genau. Seems some people got rowdy last night. Okay, aber die Schlägerei zog sich ja scheinbar durch das komplette Gebiet. Vielleicht haben wir hier nochmal auf der Bühne was. Ah ja. The flowers are ruined.
Looks like they were knocked over, then stepped on. Oh, was ist das? DG Armreif. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. Could be the same blood that was on my shirt. Okay. Dennis, Hugh. Dass keiner diese Poolstäbe genommen hat. Scheiße, das war aber immer noch nicht alles, ey. Ich muss ja echt der absolute Oberblindfisch sein. Also diese ganzen Sachen hinter der Theke, sowas wie beispielsweise hier, ne? Die Registerkasse, damit kann ich nichts machen. Mit dem Baseballschläger kann ich auch nichts machen. Mit den Alkoholflaschen kann ich auch nichts machen. Da ist noch eine Gabel. Ja, die Cap, ja. Mob konnte ich nichts machen. Hier war nichts. Die Cap, da war ich ja vorhin schon. Da konnte ich auch nicht wirklich was tun. Aber vielleicht sehen wir da ja noch mal was. Vielleicht war das wirklich irgendwie so ein falscher Winkel, auf den wir geguckt haben. Da, jetzt! Jetzt geht's! Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Okay, das waren alle Hinweise. Scheinbar. Es ist blau geworden oben rechts. I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Wirklich? Think it through. Okay, wir betreten jetzt den Gedankenpalast, Freunde. Alter, wir sind jetzt richtig Sherlock-mäßig unterwegs. At least I can always count on this place to make sense. Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. Woher weiß er denn, dass er es war? Find out what really happened. Beantworte die Frage, um eine Hypothese aufzustellen. My memory ends here. But there's two glasses. Who was here with me? I was drinking on my own when someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. Figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Okay, wohin bewegte sich die Auseinandersetzung? Naja, erstmal hierhin, oder? Dahin kamen wir doch dann erst später, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Aber die Frage ist, woher soll ich das wissen? Das kann ja theoretisch beides sein. Aber ich würde mal tippen. Erstmal hierhin, weil das näher dran ist. In Richtung des Pfeilers oder in Richtung des Eingangs? Und wo endete es? Am Tresen? Nahe der Jukebox? Oder auf der Bühne? Hä, woher soll ich denn das wissen? Ich kann doch nur Theorien aufstellen, aber das kann ja theoretisch alles sein. Also, wohin bewegte sich... In meiner Theorie, pass auf, wir haben hier angefangen zu fighten. Dann haben wir hier gefightet. Dann haben wir hier gefightet. Dann haben wir hier gefightet. Und dann sind wir quasi auf die Bühne gegangen, haben das kaputt gemacht und dann gemerkt, Alter, lass mal nicht fighten.
Das ist meine Herangehensweise. Das ist meine Hypothese. Also sage ich, es geht am Anfang Richtung Eingang. Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Das wäre meine Theorie. Und es endete. Hallo? Hallo? Okay, in Richtung des Eingangs, ja. Achso, muss ich dann beim Eingang weitermachen? Ne, warte, das kann ja nicht, weil das Ding ist nicht. Oh. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Okay, Richtung Eingang kann nicht sein, weil hier noch alles fit war. Okay, ich würde sagen, dann ging es weiter hier. Dann ging es erstmal Richtung Pfeiler. Dann, wo endete der Spaß? Looks like auf der Bühne. Not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it. But I still have to figure out who was sitting next to me. So, wer war beteiligt? Bei diesem ganzen Szenario gehen wir nicht mehr bei der Jukebox vorbei. Kann ich das hier denn nochmal ändern? Nee, Jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. Also, das ist halt auch eine Theorie. Jetzt weiß ich, also entweder die Jukebox oder auf der Bühne. Ich halte die Bühne aber für realistischer. Not even the memorial board was spared by the brawl. Weil das sieht wirklich so aus, weil hier war auch Blut, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und die Jukebox war einfach nur verschoben. Ja, und da lag halt die Cappy. Und auf der Bühne war, wenn ich mich recht entsinne. Und wem war denn da der Shit? Von Dennis, glaube ich. Hier hätte es aber auch enden können. Da war Hughes Visitenkarte. Tja, ich würde mal sagen Dennis. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Das klingt soweit theoretisch möglich. Man könnte allerdings auch sagen, das endete am Tresen. This could definitely be the result of two people fighting. So. Und dann wäre es Hugh. The pharmacist's business card. Hope I didn't start picking on the elderly. Also rein theoretisch, Chat, kann alles sein. Also ohne Witz, rein theoretisch ist alles möglich. Und ich entscheide mich für das, was ich am realistischen halte. Das halte ich für am realistischsten. Damit bestätige ich meine Hypothese. I have the complete picture now. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Ah, ist ein Wunderpunkt, glaube ich. The backstabbing asshole or the bitch who... Nick that way. Ist theoretisch möglich. Nick was Mr. Perfect. Give me a break.
You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. Not here. Sam. Meet me later at Sam. The... Das war jetzt nicht hilfreich. Meet me later at... Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him. I don't have time to lose explaining myself to Ethan. Ja. Wobei wir ihn fragen könnten, ja, weiß ich nicht, war Ethan dann schon weg? Also ich würde mich gerne bei Ethan entschuldigen, aber ich würde das gerne machen, nicht während ich gerade bei ihm eingebrochen habe. Ja, das heißt, Ethan müsste eigentlich wissen, was passiert ist. Das wäre der mega smarte Move gewesen, einfach zu warten, bis Ethan da ist und ihn einfach zu fragen. Of course. Alter. I come back on the town's Miner's Day celebration. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? There's that coffee date with Anna. Anna might have to wait. I want to see if anyone has seen Dennis first. I don't know, I'll play it by ear. Just remember she's expecting you. She's extending the olive branch. Don't drop it. I still have time before meeting Anna. Might as well ask if anyone saw Dennis. Okay, wir sind jetzt einfach hier mitten in der Stadt. Weißt du, solche Kleinstädte, ne? In solchen Geschichten sind die einfach immer nur voll von Leuten, die eigentlich Arschlöcher sind. Oh, was ist hier passiert? Have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you have to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. Wer war das? Heute schon Dennis gesehen? You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding. Polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town, and I'm the asshole? It can get under your skin. Where's you at day after day? It grinds you down. It makes you feel like you've been lifting logs all day. Yeah, sorry about that. I went off for a spell. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. Don't let you talk, sir. Have a good day. Keep your nose clean. Okay, aber er hat uns gerade bestätigt, dass wir tatsächlich mit Dennis eine Schlägerei hatten. Und jetzt frage ich mich gerade, ob dieses Spiel einem unterschiedliche Wege anbietet. Vielleicht waren alle drei theoretisch richtig und das Spiel entscheidet dann, das, was du sagst, ist richtig. Das wäre natürlich mega geil, aber das wäre ein bisschen übertrieben.
Raumschifffahrautomat. A perfect toy for a kid who only had imaginary friends. Ey, über Formel 1 reden wir heute Abend, Chat, ne? Heute Abend bei GPO. Maybe Kathy will know something. Oh, Kathy freut sich bestimmt, uns zu sehen. Aber Hugh ist so ein Netter. Yo, get out the way. Yo, motherfucker. You move. I'm the one coming in. Shh, fuck you. That's enough. Fuck you. Kathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Ja, aber guck mal, wer da ist. Mit der möchte ich erstmal reden. Oh, Sam, you here to pick up something for your condition? I have a condition? Yeah, the one that makes you the way you're always so you. It's all right, of course. I won't tell anyone. I think I might actually have leaky gut. It's where your intestine starts to dissolve. And your half-digested food starts. Why not ask the pharmacist? And let him know I might have something like that. Ew, he's basically a stranger. Look, have you seen Dennis? I saw him yesterday. We exchanged pleasantries at the wake. Oh, I saw you too. Given his condition yesterday, he might have come in here. You walloped him. Why not ask the pharmacist? I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. It was nice talking to you, Tara. Tara, beste. Was it? Was it? Ja, komm. He looks like those doctors you see on commercials. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly, I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Ich hatte einen Filmriss, davon habe ich gehört. Ich habe einen heftigen Kater. Ich hatte einen Filmriss. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl, I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys, but you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. Können wir bitte nach dem anderen Mann fragen, dem ich nach draußen folgen wollte? Sam? Welcher andere Mann? Sie müssen nicht nett sein, inwiefern? Nein, hat es nicht. How do you figure? The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover. But I find in some cases, time is the best medicine. Ich soll nichts nehmen? A pill pusher who doesn't want to push pills. That's a new one. Everything is poison. All that matters is the dose. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? Well, Basswood. I have to ask. Why move here, of all places? You know? Here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it.
Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something for me? Okay. Sure thing. What is it? I knew I could count on you. I was hoping the Basswood Jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll try and remember to ask next time I talk to him. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. Okay, er will ein bisschen Exposure. Der will, dass Artikel über ihn geschrieben werden. Aber er hat leider Dennis nicht gesehen. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Hey, Kathy. Yo, Sam. What can I do you for? Was hat sie da gemacht? Hast du Dennis gesehen, wegen des Leichenschmauses? Dennis hasn't come in today, has he? Dennis? I haven't seen him since last night. Why? You looking for trouble? Last night we got into a fight. Like a fist fight. Really? I'm sorry, I missed that. You could both use the thumping. But I left early to go check on Joan. She was sad before last night, but after she saw you, heartbroken. You're supposed to be her godfather, but whatever you said to her... I didn't mean... If that's what happens when she's around you, maybe just stay out of her life. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. If the boss sees me jawing instead of working, I'll get an earful. Alles ausreden, ihr habt alle nichts zu tun. No one in here was much help. Außerdem habe ich halt, möchte ich mal ganz kurz sagen, deiner Tochter nur das gesagt, was ich ihr sagen sollte. Bug made that for Mother's Day years ago, and Kathy still keeps it with her. Als ob das Tagebuch aktualisiert hat. Gut, hier war niemand hilfreich. Gehen wir weiter suchen. Irgendwo wird Dennis ja wohl sein, falls er noch lebt. Was haben wir hier? Kaffee Americano. Wer bist du? She pulls the look off a lot better than I could. Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? Hallo, ich komme von hier. I was born in Basswood. I was raised in Basswood, though I left for a few years. You managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Tja, sorry, das ist natürlich belastend. The History of Basswood. Haben Sie sich je gefragt, woher Basswood seinen Namen hat und wie es von einer kleinen Bergbausiedlung zum Herzen des modernen Boone County wurde? Kommen Sie ins allseits beliebte Rathaus und finden Sie es heraus. Remember when this whole celebration used to be twice as big?
Klatschclub, zwei Mütter und nur ein halbes Ohr. Sowas gibt's in jeder Stadt. Ah, Münder. Zwei Münder und ein halbes Ohr. Ja, da gibt doch mehr Sinn. Ah, now I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? Du bist nicht Tatrick, du solltest weniger tragen. Ah. You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. Okay, Kartenspiel. Wie Gedankenpalast. Oh. Erstmal ab in den Gedankenpalast. Aber immerhin der Gute. Okay, Muley, for 2 points. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? The super cool one I was telling you about the other day? You know, my favorite? Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, huh, Bug? All right, coffee for you and hot chocolate for the young. Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything. Bärtierchen Mann. Is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. Ach, Christina. She says she's going to be an entomologist. What can you do? I am going to be an entomologist. I'm going to study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug. It's a microanimal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. So, can we play this again tomorrow, maybe? We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Aww. And you swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this, no matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it! I won't break the pinky swear, no matter what. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, if you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh, dear. Now, I know you want to interrupt her, because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well, far from me to criticize or anything, but these last few months, Kathy hasn't been all there, if you know what I mean. Hopefully this tragedy will be a wake-up call for her to be more present. Oh, she should take a few weeks off to be with Joan. I know you would never refuse. Don't you agree? Das glaube ich nicht. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe nicht zugehört. Ganz deiner Meinung. Of course. I'm sure if poor Kathy would only ask him for the time. Ah, but look at me. I talk and talk and talk, but you had something to say, didn't you? Have you seen Dennis today? Dennis? No, it's odd, actually. He usually stops in here Sunday mornings. Like how you and Nick used to come over from the paper with Anna every Friday. You three always seem so happy. Oh, but you, Sam, how have you been doing? Ich verrotte langsam. Ach, weißt du. Ich bin ja selber in einem Dorf groß geworden und ich find's ganz witzig, wie hier so mit Stereotypen gespielt wird. Und manche Sachen sind halt... Manche Leute sind so.
Ich finde das lustig. It's been, well, you know cruise control? I've been on cruise control. You might miss it once it's gone. Life rarely lets you coast for long. You look well. I've been better. Hungover this morning. You know what's good for that? Coffee. I know. Coffee. Not right now. I gotta go. Haben wir der jetzt nicht geholfen? Oder haben wir der geholfen? Ich hoffe, wir haben der geholfen. Aber wer seid ihr? Okay, na gut. Hey man. Thought I knew everything, Alter. But I don't know you. He used to be a regular a few years ago. Der sieht aus wie der Sohn von Michael. You skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Okay, Mitarbeiter waren jetzt auch nicht besonders hilfreich. Wer bist denn du? Ein arbeitender Mann. Verwendet Graphen und Datentabellen. Sehr effizient. Sehr gut. Oh, da war noch eine Pflanze. No! Ach, scheiß auf die Pflanze. Ich werde jetzt nicht nochmal da reingehen für die Pflanze. Also bisher hat noch keine Ahnung, wo Dennis ist, aber es ist ungewöhnlich, dass wir ihn noch nicht gefunden haben, zumindest. Okay, we are back. Wer bist du? No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. Okay, wir bleiben nur auf dieser Straße. Okay, die eine Seite haben wir jetzt ja ziemlich durch. Dann halt die andere Seite. Die gute alte Bergarbeiterstatue. A statue honoring miners. Pretty meaningless now. Ruf Bram doch an. Wer bist du? Losing his legs seemed like the end of him, but he bounced back. Man, he's a rock. Peter ist Fels. Joe. Sam? You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? They might have given me a bit of a welcome back. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. Ah. Okay, okay, okay. Er hat also in der Mine irgendeinen Unfall gehabt. Wir haben einen Artikel geschrieben über Probleme. Mine musste schließen. Wie können dann alle sauer auf uns sein? Manche Leute, ey. So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? You probably know better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I can just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man sport. Dennis! No, I haven't seen him. I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Being crippled takes it out of you. Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miner's Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Joe has no idea where Dennis went.
Someone must have seen him after the fight. Ja, das war der Vater von Anna, ha? Lass mal ganz kurz was checken. Ganz kurz was checken, meine lieben Freunde. Bin sofort wieder bei euch. Ne, ist alles so online gegangen, wie ich dachte. Crank, du hast mich jetzt hier gerade dazu gebracht, das Spiel zu minimieren, weil ich dachte, das React wäre nicht online gegangen. Crank! Mach's mich cranky! Okay, Joe ist cool. Halten wir fest. Aber keine Sau hat Dennis gesehen. Heaven's Path Kirche. Nee, ich kann. Dafür kann ich niemanden kündigen, wenn das React nicht online gegangen wäre, weil das. Religion's kind of like genetics. Lade ich selber auf. If your parents had it, you probably do too. Das stimmt. Als Kind war das bei mir ganz genauso. Ich war ja jahrelang Messdiener. Und wann bin ich irgendwann ausgetreten? "20,000 men that marched through Boone County to reach Blair Mountain in 1921, where they fought for what we have now. Nothing worth having is not worth fighting for. Worth." Hey, can I ask you something? Hello, young man. Of course you can answer. Hello, young man! Why do you bother cleaning the memorial? Well, everything has to look its best for today, especially the miner. I really didn't think it was going to happen this year. Good thing Mr. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. And why do you think it should matter so much? How many West Virginians does it take to screw in a light bulb? This doesn't sound like a history lesson. You answer my question, I'll answer yours. So, how many West Virginians? Ich sag zwei. Two. One to hold the light bulb, the other to rotate the planet. Not bad. The one I have in store is three. One to replace the light bulb, two to complain about how the old one was better. That's pretty funny. Yeah, just not the kind of funny you laugh at. So, you still want to hear the story? Sure. I'm all ears. This fella here is a reminder of when coal miners stood together. You see, back 100 years ago, you'd be safer in the trenches than down in the mines. It didn't sit right with our boys. They demanded better conditions. Of course, the corporations, being what they are, refused and sent strike breakers. The mine wars. Miners came out in force, union men. Met the strike breakers over in Logan County. That's right. 10,000 strong. And it all came to a head at Blair Mountain. The miners tied red bandanas around their necks for solidarity. Brotherhood. At least 100 men died in that battle. Blood. Is it real? For what we have now. Ziemlich mächtiger Stoff. I'm guessing you're fond of that story, huh? A lot of respect for rednecks. Well, things were tough, but we were a united community back then. Anyway, I get back to it. Gonna give her a real spit shine. You take care now. Okay, nice. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele den einfach übersehen werden, wenn sie das Spiel durchspielen. Joan! Und da ist ein Zitat von Mike Twain. Mark Twain. Schön zu sehen, dass die jüngere Generation den Klassikern gegenüber aufgeschlossen wird. Of all things I've lost, I miss my mind the most. I don't know if I should bother her now. She probably won't be happy to see me.
Naja, gibt's eine Alternative? John ist die letzte Person, mit der ich, glaube ich, reden kann. It's not worth it. No one works on a Sunday. Well, no one except me. Ja, dann reden wir mal mit ihr, wa? Sorax, keinen, den ich empfehlen würde. Aber ich empfehle die Pietsmietstühle. Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal, after I left the old one somewhere. See? Ein Fliegeding! Oh, die hat ein Fliegeding gemalt! I'm surprised you're still in town. Thought you'd just leave again. This. Maybe I deserve that. Maybe you don't. My mom says I can hold a grudge. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. And just... when I imagine myself in the future, I just don't... I don't know. I don't see this place or these people. I'm somewhere else. Anywhere else. Kann ich gut verstehen. Berlin ist cool. I know it's stupid. Just... It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well, that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. I got grown-up stuff I gotta do. I've got kid stuff I gotta see about. So, we're both busy. Anna, arbeite einen Großteil des Tages im Café. Ich würde wirklich gern reden, wenn du noch hier bist. Ich würde gern ein Auberginen-Emoji zurückschicken. Okay, keiner hat Dennis gesehen. Das ist ja schon mal schlecht. Hey, Moment. Café? Das Café? Yo. Dann kann ich nochmal die Pflanzen checken. Das wäre ja auch nicht schlecht. Ja, die habe ich nicht versetzt. Alles gut. Wir sind um 9.10 Uhr oder so aufgewacht. Haben uns mit 9.30 Uhr mit ihr verabredet. Ich weiß nicht, wie viel spät wir jetzt haben. So, Pflanze checken. Sieht gesund aus, wird sicher regelmäßig gegossen. Good to see someone finally knows how to take care of a plant. It's basic, yet so many people manage to mess it up. Nicht Honey. Honey ist Pflanzengöttin. Poison Ivy. Sehr gut, Vitalia. Betting there'll be a few more cups before she leaves. Some things never change. Hey Lazy Ollie, bist du sogar schon zapp? Meine Pflanzen sterben immer irgendwann. Tja. Sam, glad you came. Of course, I said I would. I can still be glad about it. So, I hear you got in a fight after I left the wake? Ich finde das awkward. Das ist die Frau, die wir heiraten wollten, die dann zusammengekommen ist mit unserem besten Freund, der dann in einem mysteriösen Autounfall gestorben ist. Klingt nach einer Person, mit der ich eigentlich nichts zu tun habe. Mehr ein Gerangel, geschieht ihm ganz recht. Ich kann mich kaum erinnern. I was so wasted at that point. It's all just a big
heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah. Sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yeah, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, das ist keine Antwort. I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on, tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down or try to involve the cops. She might do those things, yes, or she might be someone who you can trust, who can help. Ich bin für erzählen. Wobei. Okay, Mods. Time for Abstimmung. Auch wenn ich mich nachher so entscheiden werde, wie ich will. Aber ich will wissen, was ihr denkt. Erzählen oder verheimlichen? Cookie macht die Umfrage. Was tun? Die Umfrage läuft, Chat. Ihr könnt jetzt abstimmen im Chat. Ist randloser Fenstermodus, okay. So, einfach könnt ihr jetzt abstimmen, was passieren soll. Das dürfte sogar auch in der App funktionieren. Ihr müsst es nicht in den Chat schreiben, sondern es ist eine richtige Abstimmung. Stop the count. Nee, die Abstimmung läuft noch kurz. Die läuft nicht mehr lange. Fake votes. Die Jokes kommen immer, wenn wir hier eine Abstimmung machen. It's a fraud. Wo, wie? Ja, im Twitch-Chat. Das müsste in der App gehen oder am PC, meine ich. Ja, ich finde, das ist eine gefährliche Entscheidung. Ich verstehe beide Seiten, aber gewonnen hat mit 312 Stimmen zu 155 Stimmen. Erzählen. Und ich beuge mich dieser demokratischen Entscheidung. I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood jungle? He likes to work weekends. Wait, er ist auch Journalist? I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam. What have you done? Das war alles, worüber wir geredet haben? Wolltest du nicht machen, was du willst? Ja, habe ich ja. Ich habe auf die Demokratie gehört. In dem Fall. Wir müssen sie jetzt auch gehen. Okay. Boston Bugle. Nee, so ähnlich ist hier vorne. Ey, wo kommt ihr denn her? Ihr wart vorhin aber noch nicht da. Seid ihr die Lümmel von gestern? Hallo? Hallo? Okay. Die sind nicht ohne Grund da jetzt erschienen. Ganz ehrlich. Locked. I should check the back. My. Look what we got here. Told you so. Is that Sam Higgs trying to get back in a newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas,
You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. Bleib so lange ich will, ich bin bald weg, zwingt mich doch. Ey, Freunde, bin bald weg, Leute. Trust me, I'll be out of here as soon as I can. Good. Declan's right down the street. Watch yourself while you're in Basswood. Because we'll be watching you. 3 gegen 1 ist auch gemein. Außerdem will ich nicht wieder mit Blut aufwachen. So. Jetzt ist hier auch frei und wir können den Hintereingang checken. Ist das der Hintereingang? Ja. Die auch kennen. Wie fies. Chat, warum seid ihr immer so blutrünstig? Was ist los bei euch? Okay, Basswood Jungle. Been a while. This place used to be my home. Alter, Pac-Man ist überall. Where is Dennis? He should be in here. Muss kurz was zu trinken holen, Chat. Und da bin ich wieder, meine Freunde. Da bin ich wieder. Also ruhig jetzt, ich bin wieder da. Psst. Die zu killen Liste wird immer länger. For real. Okay. 3121. Das ist der Code, der nochmal. Hab ich denn da gehört? Hab ich da gerade was gehört oder habe ich mir das eingebildet? Das klang wie so ein. Schluchzen. Hä? War das hier? Das war ein Piepen. Wo war das Piepen? Peter Trippin. Dennis. Dennis. What happened? Who? Ist natürlich ein bisschen doof. You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Sam, no, don't think. Focus on me, Sam. Dennis is a distraction. Okay, ich hab's noch nicht ganz verstanden, was hier das Spiel ist. Da. Keep going. You got this. Don't give up, Sam. You almost have it. Ich glaube auch nicht, dass wir es waren. For real.
Ich glaube, das war jemand anders. This is Dennis's office. There must be some clues around. Ja, lass noch ein bisschen da bleiben. Wir haben vor allen Dingen jetzt mit jedem geredet und nach Dennis gefragt. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Okay. Chest wound. What kind of weapon did this? Ich tippe seine eigene Waffe, ehrlich gesagt. Blood sprayed on the desk from the injury, but I need more to go on. The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Oh. Chest wound. What kind of weapon did this? Okay, ich suche eine Waffe. Blut. Austrittswunde. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Okay, wir haben Holster. Naja, die wird ja wohl kaum in der Schublade sein, oder? From the angle, this was the shooter's position. Was it me? Okay, das war auf jeden Fall nicht richtig. His gun is gone. He had it earlier. Where did it go? Shooter used Dennis's gun, but I didn't have it this morning. How did I get the blood on me? Oh, eine Blutspur. A blood trail leads off. Someone or some... Sam, stop it. Come back to reality. But I... You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. You're... Schon nicht unspannt. I can see it. I have the complete picture now. Nein, Tom Goku. Pfui. Mach du deinen Bart weg. Warum hat er die Waffe überhaupt aus dem Holster genommen? Ja, gut Job, Sam. Auch wieder gute Entscheidung getroffen. The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead.
blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Sein Auto gefahren, betrunken. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. Vor allen Dingen, weil du im Blut stehst. See if I can find out why someone would murder Dennis. Ja, also es muss auf jeden Fall. Why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Es muss auf jeden Computer is still signed in. Seems like a good place to start. Muss also jemand gewesen sein, den Dennis gut kennt. Walter. You didn't deserve this. No one deserves this. Ich meine, wer hat sonst hier noch Zugriff zu? Nur Walter arbeitet hier. Okay, aber wie sind wir überhaupt hier reingegangen? War die Tür auf? Ja, wahrscheinlich. Draft to Mary Gardner von Frank Gardner. Going to be home very late tonight. Sorry, I need to make an asshole understand how the world really works. I won't be up to make breakfast, but there's some waffles in the freezer and should be some... Ah ne, from you to Mary und Frank Gardner. Sind das seine Eltern? I need to make an asshole understand how the world really works. Achso, der ist ja nochmal auf Deutsch. Ups. Okay. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. Okay, von Nick an Walter. Hey Walt, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Wie es scheint, bin ich letztendlich doch in deine Sackgasse geraten. Nächstes Mal habe ich hoffentlich mehr Glück. Von Walter kam zuerst. Lieber Nicholas, ich hoffe, du hattest eine gute Reise. Du hattest letzte Woche erwähnt, dass du einer großen Geschichte auf der Spur bist. Ich fürchte, hier bei uns gibt es bisher nur Belangloses. Ich hatte gehofft, dass du mir alter Eule vielleicht erzählen magst, was du im Ärmel hast. Walter Suss. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Dee? David Dennis? Treff dringend. Ich hätte nicht gedacht, nochmal von dir zu hören. Wenn du reden willst, dann höre ich gern zu. Wir können uns morgen treffen. Von Nick Waldron. Puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Ja, wir arbeiten dran. You didn't deserve this. No one deserves this. Da liegt der Dennis tot auf dem Boden. Okay, aber wenn Nick irgendwo... Ach, nicht Nick. Wenn Dennis irgendwo Sachen hinterlässt, dann doch wahrscheinlich bei seinem Schreibtisch... Hier ist mein alter Schreibtisch, mein altes Namensschild. Walter always treated us like family. Die Frage ist, wo arbeitet Dennis? Ist das Dennis Büro gewesen oder war das Nicks Büro? Hier ist Nicks Büro. Valid question. Still not sure. What would you say you do here? Achso. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Okay, da ist noch veraltete Kacke drauf. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. 2341, nicht vergessen. Wow. 2341.
Büromaterial und alte Notizen. If I had the code, I could get in here. Wir haben den Code. 2341. 2, 3, 4, 1. It was a good guess, just not the right one. Wait, what? I should keep looking. Moment. Die Zahl am Eingang war 3121. What were the odds? Wir haben das nachgeguckt. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. But what was he looking for? Sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Stilllegung der Mine. Völlig normal, würde ich jetzt auch sagen. Kurve flacht im letzten Jahr etwas ab. Erholung, Zahlen sehen gut aus. Trend oder Ausreißer brauchen mehr Datenpunkte. Soweit so easy peasy lemon squeezy. Betracht. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Name des Passagiers, Nick Waldron. Von West Virginia nach Florida, Zug Nummer 254. Und Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. 27.01. 20 Uhr mit D. Nervöser Typ, aber könnte nützliches wissen. Zweites Treffen mit D. Das ist tatsächlich eine Spur. Vorausgesetzt, dass er nicht nur Quatsch erzählt. Will sich immer an gruseligen Orten treffen. Hat vielleicht zu viele Filme gesehen. Nochmal mit D. Musste ihn zum Frühstück einladen und er sagte, dass wir uns nicht mehr treffen können. Scheint eine Sackgasse zu sein. 1.04. Dachte, ich hätte ihn verloren. Gut, dass er wieder reden will. Okay. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. It's possible Walter missed something. It could be worth checking his office. Hier ist wahrscheinlich Empfang, wa? Das wird ja wohl kaum Walter sein. Ach, Terra ist... Oh mein Gott, Terra arbeitet auch hier. Arbeiten die alle hier? Haben die keine anderen Jobs? Ja gut, Mine ist ja nicht mehr. Peter, wer wird Cyberpunk streamen? Das wäre dann wohl ich. Ich wollte mir trotzdem kurz das Buch anschauen. Thanks, Bug. Okay, ich denke mal, der Chef sitzt hinten. Im großen Büro. Als ob die hier sogar Uhren hängen haben. Das ist doch nur so eine Mini-Kleinstadt. Wollen die mich verarschen? Wait, Anna hat da auch gearbeitet? Anna ist da Freiberuflerin? Ey, I don't get it, Leute. Wie können denn alle Leute bei dieser Kack-Zeitung arbeiten? Okay, Walter ist nicht so der aufgeräumte Typ, hä? Aber gut, damit kann ich mich identifizieren. Oh, Passwort eingeben, hä? There might be something around here that hints at Walter's password. Hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Okay. Just reminders. Nothing that could be used as a password. She used to be the office administrator ages ago. Und wie hieß sie? Sag mir den Namen!
A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. She used to be the office administrator ages ago. Okay, hier ist kein wirklicher Hinweis auf der Pinnwand. Walters Lieblingsartikel. Ah! Ich glaube auch, das Passwort ist Pete's Meat. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he set it as his password. Wir haben Bat. Ah? His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Basswood kann also sein. Good for Walter that Judith is doing all right. She means the world to him. So much so that she could be his password. Gemäß dem Wunsch ihrer Mutter freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sich Ihre Mutter auf dem Weg zur vollständigen Genesung befindet. Nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung ist sie nun imstande, unsere Obhut zu verlassen. Ja, sehr gut. Also, Judith oder Basswood, wer jetzt... Oder eine Katze? Prin never looked happy a day in her life. Been Walters' cat for years. Oder Prin. Maybe he set her name as his password. I can't imagine Walter getting a suntan at the beach. He can't stay still. Kleines, ich hoffe, du arbeitest nicht schon wieder so viel. Du musst mich in Playa Langosta besuchen. Es ist so schön, den lieben Mann. Okay. Wir haben 3 Passwortmöglichkeiten. Die Katze ist ja sogar das Foto. Wir nehmen die Katze. Prin. That's not it. I have to keep looking. Damn it. Judith. That's not it. I have to Damn keep it. Basswood. And I'm in. Ah! Let's see what secrets you got in here, Walter. Posteingang. Bess Mitchell. Lesen. Erst schrieb Bess an Walter. Betreff Hilfe. Hier ist der Bericht zu Nicks Unfall. Du hast schon eine ganze Weile nicht mehr nach so etwas gefragt. Nichts wirklich Interessantes, nur ein weiterer trauriger Tag im Straßengraben. Die Straßen West Virginias nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Darauf schreibt Walter Bess. Ich wollte dir erneut aus tiefstem Herzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht, habe ich mich völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigt hast. Datei öffnen. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Einzelheiten der Untersuchung. Beteiligte Person Nicholas Waldron. Unfallhergang. Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben. Feuer brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Nicholas Waldron auf dem Fahrersitz aus. Reifenspuren und andere Spuren legen nahe, dass der Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Fahrer war vermutlich angetrunken. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Einzelheiten der Untersuchung 2 von 3. Nick war offensichtlich besser unterwegs als du, Sam. Aber okay. Airbags ausgelöst, Sicherheitsgurt nicht angelegt, Fenster geschlossen, Fahrer war vermutlich betrunken und hat vergessen, sich anzuschnallen. Das Feuer brannte einen kleinen Bereich um das Auto nieder, breitete sich jedoch nicht aus. Es ist ungewiss, ob der Fahrer den eigentlichen Unfall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkung, das Einatmen von Rauch oder Verbrennung sind alles mögliche Todesursachen. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Okay. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. Ist da nicht noch was unter Cent? Okay, wir können da nicht nochmal was machen.
He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Naja, sind wir dann durch hier? Ja. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Ich muss sehr vorsichtig sein. Nick hat sich übernommen. Er wollte mir etwas sagen. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Oh, snappily doodle! Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Dennis ist tot. Ich habe ihn nicht getötet. Du musst mir glauben. Ich habe ihn nicht getötet. Anna, I did not kill Dennis. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. Das würde ich ja nicht machen, wenn ich den getötet hätte. You think I killed him. I thought I did it first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Abstimmung! Ich sag mal nicht, wofür ich bin. Mich interessiert, was ihr denkt. Bevor ich die Entscheidung treffe, die ich treffen möchte. Ja, ich hoffe, gerade wird eine Abstimmung erstellt. Oder? Ja, was soll Peter tun? Ihr könnt jetzt abstimmen, Chat. Über die Twitch-App oder am Desktop, ich weiß nicht, ich glaube auf dem TV eher schwieriger dann abzustimmen, falls ihr es gerade über die Twitch-App auf einem Fernseher guckt. Ist wirklich ziemlich, ziemlich schwierig, meiner Meinung nach. Was tun, Chat? Abstimmung läuft noch ein bisschen. Ich sehe allerdings eine klare, klare, klare Tendenz. Das Spiel ist ziemlich cool, muss ich sagen. Es macht Spaß, dann diese Entscheidung zu treffen und mich würde interessieren, wie es dann in die andere Richtung geht. Fappen ist keine Auswahlmöglichkeit. Aber ich muss sagen, ich stimme dem Chat zu. Ich hätte jetzt auch mich für Polizeirufen entschieden. Und der Chat entscheidet sich auch. Chat, ich bin eurer Meinung. Hätte ich ja nicht gedacht. Nee, Vitalia, du bist immer lost. Ja? Du bist immer für das, was... Nee, Vitalia, machen wir nicht. Wir rufen die Polizei. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident.
this is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Ist cool, außer wenn Anna halt im Endeffekt war. Das wäre dann blöd. Ansonsten ist alles cool. Wenn nicht war, ist scheiße. Here we are. It barely looks like anything happened. It's been a week. But we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. Warum wolltest du dann mitkommen? Overfocused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. Ich glaube, die durfte nicht mitgehen, weil das Spiel musste für die Möglichkeit vorgesehen sein, dass man sie als Freundin verliert und dann würde sie nicht mitkommen. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Okay, wo war denn jetzt genau der Unfall? Es ist um einen Baum gewesen. Hier ist ein Baum kaputt. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Wo ist er denn hin? Ist er hier rund? Oh, er ist hier durch. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? That piece of wood must be from one of the damaged road signs. No skid marks, no trace of sudden braking. Das ist schon sonderbar. The fire shouldn't have been able to spread that far. Aber wenn die Polizei das nicht checkt, steckt sie doch mit drin. Okay, Auto ist hier durchgerast. Wahrscheinlich bis hier. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. Ja. Soweit, so gut. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt hier irgendwo im Busch oder so noch ein Feuerzeug finden oder irgend so ein Scheiß. Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. Ich sehe hier auch nicht mal Reifenspuren, ne? Das ist ja schon ein bisschen strange. Ich frage mich, in welchem Winkel das dann passiert ist. Ist die Straße runtergekommen? Geradeaus? Ist dann aber irgendwie trotzdem nach links. Ja gut, aber das kann ja theoretisch sein. Suchen wir mal weiter. Ich meine, in die Richtung dürfte dann ja nichts mehr zu finden sein. Ne, das... Da drehen wir uns immer wieder um. Gucken wir hier nochmal weiter. Man kam von hier oben. Ein kleines Tier. An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. But
the tracks don't reach the road. Dann ergibt es keinen Sinn. Ich denke mal, hier bei dem Schild ist... Oh, nee, warte mal. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Das ist interessant mit den Benzinspuren auf jeden Fall. Ach ja, komm. Tja, wo könnte ich noch Spuren übersehen haben? Er soll hier ins Schleudern gekommen sein. Vielleicht sehen wir noch was von oben. Aber nicht wirklich. Aber wir haben noch nicht alle Hinweise gefunden. Ja, der Baum rechts war abgesägt, ja. Das fand ich auch strange. Also hier... Alter kaputter Baum. Aber hier abgesägter Baum. Aber ja. Da können wir nicht mit machen. Damit haben wir schon interagiert. Hier können wir nicht hoch. Ach, komm! Ich meine, wenn wir hier weiter runtergehen, kommen wir halt wieder zu der Unfallstelle. Oder zu der Stelle, wo der Wagen gegen... Hier war das Autoteil. Ich muss irgendwo irgendwas super Doofes übersehen. Was an deinem Auto machen. Ich check mal. Best können Anna betrachten. It's a lot to take in. Aber ansonsten eher nicht. Steine. Gottverdomme! Irgendwas in der Luft! Vielleicht habe ich auch was in dieser Kurve übersehen. Checken wir nochmal. Wir checken nochmal die Kurve. Ja. These road signs are intact. Not a scratch on them. Ja, okay. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Okay, das war's tatsächlich. In der Kurve noch was übersehen, ja. That's all the information I need. Time to put everything together. Sehr gut. The report states Nick was driving under the influence of alcohol.
was startled by an animal. Ja, das kann ja nicht. And drove through a road sign before crashing into a tree. Das war ja gerade schon falsch, wie der gefahren ist. Things don't add up. Nickt bei Bewusstsein, betrunken, bewusstlos. Das weiß ich doch nicht. Benzinleck. Keine Verbindung, in Brand geraten, Benzinleck. Hindernis. Baumstamm. Kann auch nicht richtig sein. Signs were damaged. Two of them torn and burnt. Okay, wie wär's mit kein Hindernis? Auch nicht richtig. Aber wie wär's mit Nick bewusstlos? Dann würde er ziemlich geradeaus fahren, oder? Bewusstlos. Was machst du jetzt? Und Benzinleck muss auch sein, ne? Also jetzt fährt er zumindest schon mal richtig. Ja, deswegen hier auch keine Bremsspuren. Es kann im Nachhinein angezündet worden sein. Oder was sagen wir hier? In Brand geraten. Was passiert dann? Das sieht richtig aus. Vor allen Dingen, weil hier ja auch so. Das sah ja auch so aus, als wäre das verbrannt. Das sieht gut aus. Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Ja, das passt. Ich glaub nicht an Anna.
thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick, he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. Damn! Das ist ganz schön interessant. Okay, so about Dad. Don't tell him what we found. Please. It'd just worry him for no reason. How are you holding up? After finding out what we found out? I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna, maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. She's different. You're different. Sie wirkt genau wie früher. Hoffe, ich bin anders genug. Ich komm schon klar. I'm different. But am I different enough to not fall into old patterns? Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Warum? Okay, lieber Chat. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, packt in den Chat Ausrufezeichen Twin und kauft das Game. No! Weil dann sagt euch, gibt euch der Bot einen Link, über den ihr das Spiel kaufen könnt. Macht nicht diese, Peter, please don't. Es tut mir leid. Ja, ich höre jetzt auf. In 3 Stunden beginnt unser großer Formel 1 Stream. GPO. Morgen Abend spielen Christian und ich Demon's Souls. Samstag ist Friendly Fire. Und nächste Woche erscheint Cyberpunk. Viel los aktuell. Es tut mir leid. Ich hatte aber, muss ich sagen, wirklich 3 sehr gute Stunden mit euch und diesem Spiel. Das hat richtig gebockt. Hat richtig Spaß gemacht. Also kann ich empfehlen. Es tut mir leid. Aber es wurden trotzdem einige Subs verschenkt, für die ich mich bedanken möchte, beziehungsweise es wurde gesubbt. Und dazu, also ich kann nicht sagen, dass ich es nie zu Ende spiele, aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich dieses Jahr dafür einfach keine Zeit mehr haben werde. Wüsste jetzt zumindest nicht wie. Ich möchte mich bedanken bei Navek Live, Adi Vegas, Eismeer, Fresh Tribute, Playerbox, GNTC Gaming, Sick Death, Okami the Wolf Queen, Bernd Bazooka, Bo22, Paddy Plui, Jules 7, Red Devil, Rost GZ, Dread, Max Tiniator, Sinviola, Yin Shuri, Cedric, Schungelkind, AG Loki,
The Major Tom, Niklas Poser, Danbus Twitch, Fretzer, Der Bauter, Düsterich, Simon LP, Burschti, Gardem Eregon, Metal Freak, Taskmanager reagiert nicht, Snow Keeler, Little Ors, Erkan Stefan, Yango Fernandez, Koka 10, Melfa Gamer, Destonier 99, Chippy, Tanchion, Maximaler Yeet, Anisil, Cerberustro, Anti-Stressball, Fabske 92, Roadbuster, Thomas Chu, Xenion, Unicreator und Osric. Ganz herzlichen Dank für eure Subs. Und in 3 Stunden geht es, wie gesagt, schon weiter. Ich muss aber wirklich sagen, ich hatte eine sehr gute Zeit. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und fandet das genauso spannend wie ich. Ich empfehle euch einfach, das Spiel zu kaufen. Und das gibt es für ganz viele unterschiedliche Plattformen. Und dann könnt ihr die Story auf eure Art und Weise auf jeden Fall weitererleben. Ich möchte mich noch bedanken bei den Mods natürlich, die heute wie immer hart am Start sind. Und freue mich auf heute Abend, wo Bram und ich kommentieren werden, während ganz viele 20 andere Fahrer um ihr Leben fahren. Und jetzt, weil wir sowieso gleich wieder live sind, raiden wir eben PietsmiTV. Und vielleicht sind einige von euch ja gleich wieder da. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein!